Jetzt bin ich schon eine Weile mit der Taschenlampe von der Tamar-Hütte unterwegs. Übernachtet habe ich in Chau an der Grenze, dann bin ich über den Wurzelpass hierher ins Planitzer Tal. Hier am großen Stein ist das Wegkreuz auf den Jalowetz. Hierher komme ich wieder beim Rückweg. Vor mir das berühmte Couleur. Irgendwo hier ist der Klettersteig auf die Jalotscharte über mir. Und Blick zurück ins Planitzer Tal. Jetzt bin ich schon im unteren Teil des Couleurs, ein 40 bis 50 Grad steiler Rinne, und suche noch immer den Einstieg zur Jalotscharte. Blick zurück, stehe ich schon über der Scharte. Dann bin ich wieder hinunter und nach insgesamt einer Stunde Suche fand ich den Einstieg. Endlich oben auf der Jalotscharte. Die Spitzen der Sitte im Nebel reißen. Und Blick nach Norden in das nur kurz sichtbare Trenter Tal. Das Trenter Tal. Und weiter geht es über ein mit Stiften und Seilen gesicherter Steig auf die Golizika-Wand hinauf. Hier steige ich auf die Golizika-Wand. Blick zurück zu meinem Aufstieg, begleitet immer von einem heftigen Wind. Die Spitzen der Sitte und vor mir liegt die Schotterscharte beim Couleur-Ausstieg. Und so erlebe ich den Couleur-Ausstieg im Nebel. Aber kurz darauf reißen die Wolken auf und ich kann hier schon 1500 Meter tiefer durchs Couleur hinunter ins Planitzer Tal sehen. Nach kurzem Schotteraufstieg stehe ich auf dem Grat
und kann nun auf die Südseite sehen, wo auch der Aufstieg vom Balatal hierher führt. Hier begegne ich zwei einheimische Bergsteiger. Mit ihnen steige ich dann gemeinsam auf den Jalovec. Nach langer Gratkletterei zeigt sich kurz der Gipfel des Jalovec. Das erste Mal schaut er kurz heraus. Nach 5,5 Stunden erreiche ich den Gipfel. Am Gipfel des Jalovec, 2643 Meter. Nur immer ganz kurz zeigt sich der Mangard zwischen den Wolken. Es gibt wohl ein Gipfelbuch, aber kein Gipfelkreuz, nur ein Steinmantel. Ins 1600 Meter tiefer liegende Korytnikatal und mein Abstieg führt rechts über den Nordwestgrat. Nur einmal reißen die Wolken auf und zeigen ein Stück vom Grat. Hier kommt mir auch ein Bergsteiger entgegen. Thank you.
nach dem Willen auf und ab, am selben Grad und einer Drehung derselben um 45 Grad, verliere ich bald die Orientierung, bis ich wieder durch die Wolken die Yalu-Charte erkennen konnte. Der letzte schmale Gratweg zum Kotsattel. Und die Yalu-Charte jetzt schon gut sichtbar. Die Spitzen der Sitte und der Travnik. Und das Tamar- und Planitzertal. Am Kotsattel, wieder eine Wegscheide, mit Blick zur Yalu-Charte und Yalu-Vets. Die Yalu-Charte, der Yalu-Vets. Der Grat, wo ich hergekommen bin. Ein Abstiegsweg führt zunächst über ein riesiges Hochplateau oder Trümmerfeld, das sogenannte Fellkot. Von hier aus ist auch die Tamar-Hütte ca. 800 Meter tiefer gut zu erkennen. Sehr steil geht es dann hinunter zum K. Hier sehe ich auch meine beiden Bergsteiger. Die sind über das Couleur abgestiegen. Das Tamar- und Planitzertal. Und dann bin ich wieder beim großen Steinblock
wo ich ja heute links abgebogen zur Yalu-Charte aufstieg. Eine Stunde geht man von hier zur Tamarhütte. Und noch ein Blick zurück zum Couleur. Nach genau 10 Stunden wieder bei der Tamarhütte. Hier habe ich auch einen Eintopf gegessen. Der Höhenunterschied ist 1535 Meter ohne den vielen Auf und Ab bei dieser Tour. Herrlicher Rückblick zum Jalowetz. Rückfahrt durchs Planitzer Tal, dann über den Wurzenpass nach Tschau zum Gasthof Waldi. Schwere Gewitter in der Nacht und am nächsten Tag fast immer Regen bis nach Hause.